Ein lineares Gleichungssystem ist, wie der Name sagt, ein System von linearen Gleichungen. Hier in mehreren Unbekannten. Ich habe hier ein Beispiel angegeben, eine erste Gleichung, x minus 2y ist gleich 1 und eine zweite Gleichung, 3x plus y ist gleich 10. Das sind eben zwei lineare Gleichungen und gesucht werden Zahlen x und y, also Lösungspaare xy, die sowohl die erste als auch die zweite lineare Gleichung erfüllen. Und das ist dann eine Lösung dieses linearen Gleichungssystems. Nun, wir können uns zunächst einmal überlegen, was wir eben hier als Lösung erwarten können und beobachten zunächst, dass man natürlich eine lineare Gleichung umschreiben kann, zum Beispiel in die Form y ist gleich x halbe minus 1 halb. Und die zweite Gleichung können wir umschreiben in y ist gleich minus 3x plus 10. Wir sehen, das sind einfach geraden Gleichungen, also der Form y ist gleich kx plus d. Die erste können wir natürlich uns auch grafisch aufzeichnen, ja, und wir bekommen hier also etwa eine Gerade dieser Form, also das wäre die erste lineare Gleichung, beziehungsweise alle Punkte xy, die eben hier in dieser xy-Ebene liegen und die erste Gleichung erfüllen, liegen auf dieser Gerade. Und dann gibt es noch die zweite Gleichung, die hat die Form y gleich minus 3x plus 10. Nun, das ist jetzt eine zweite Gerade, die etwa diese Gestalt hat, naja, nicht ganz gerade geworden, aber ungefähr. Jedenfalls erkennen wir, dass es hier einen Schnittpunkt gibt. Dieser Schnittpunkt liegt, wenn man das richtig aufskaliert hat, genau beim Punkt 3,1. Und dieser Schnittpunkt 3,1 ist dann die Lösung dieses linearen Gleichungssystems, denn dieser Punkt erfüllt sowohl die erste als auch die zweite Gleichung, ist daher die Lösung. Also wir können das natürlich auch durch einsetzen, dann verifizieren, also 3 minus 2 ist 1 und 3 mal 3 plus 1 ist gleich 10. Das heißt, das ist tatsächlich eine Lösung und wenn man sich diese Figur ansieht, erkennt man auch, dass es da wohl nur diese Lösung geben wird. Also das Lösen von zwei solchen linearen Gleichungen entspricht geometrisch zumal dem Schneiden von zwei Geraden und der Schnittpunkt ist dann die Lösung. Nun, das wäre jetzt eine geometrische Interpretation, aber man kann natürlich solche Gleichungssysteme auch einfach rechnerisch lösen und da gibt es verschiedene Verfahren. Und das Verfahren, das ich hier heute vorstellen möchte, nicht nur in diesem ersten Teil, sondern auch in den anderen beiden Teilen, ist das sogenannte Gaußsche Eliminationsverfahren. Man sagt auch Gauss-Chandonsches Eliminationsverfahren, je nachdem, welche Varianten man hier verwendet. Und was bedeutet eliminieren? Eliminieren bedeutet, dass man versucht, mit Hilfe einer Gleichung eine Variable aus der anderen Gleichung zu eliminieren. Und das passiert hier in dem Fall zum Beispiel so, dass man die erste Gleichung stehen lässt. Also das ist sozusagen etwas, was man nicht verändert. Und ich möchte jetzt mit Hilfe der ersten Gleichung eine Variable aus der zweiten Gleichung eliminieren. Und die Idee ist, dass man hier sozusagen ein Vielfaches von dieser ersten Gleichung zur zweiten Gleichung addiert oder subtrahiert. Ja, subtrahieren ist aber nichts anderes als addieren mit dem anderen Vorzeichen, sodass einfach eine Variable verschwindet. Also in dem Fall machen wir einfach Folgendes, dass wir die zweite Gleichung nehmen und minus 3 mal die erste dazugeben. Ja, was passiert da? Also wenn ich die zweite Gleichung nehme und sozusagen die erste Gleichung 3 mal abziehe, da fällt eben das x weg. Also 3x minus 3x ist 0. Und hier muss ich natürlich das Gleiche machen. Ich habe hier ein y minus minus mal 2, das ist also 1 plus 6 sind also 7y ist gleich. Und hier muss ich das auch machen, zweite Gleichung, minus
3 mal der erste, bekommen wir so 10, minus 3 ist 7. Nun, daraus folgt natürlich sofort, dass y gleich 1 ist. Also wir sehen, hier ist x eliminiert, es bleibt also hier nur y stehen und wir können hier sofort y herausrechnen, indem wir hier einfach durch 7 dividieren. Also wir dividieren diese Gleichung durch 7 oder multiplizieren sie mit dem Faktor 1 Siebtel. Und wenn wir y1 gleich 1 haben, können wir natürlich auch sofort x ausrechnen, denn aus der ersten Gleichung folgt, dass x 1 plus 2y ist, also 3. Also wir erkennen, x ist gleich 3 und y ist gleich 1. Also das entspricht genau diesem Punkt hier bei der Lösung. Was hier wichtig ist, und das möchte ich gleich jetzt betonen, ist, dass das eine Äquivalenzumformung ist. Also ein Punkt erfüllt xy erfüllt die ersten beiden Gleichungen genau dann, wenn er die zweiten zwei erfüllt. Warum? Ja, wir haben gesehen, natürlich, wenn die ersten beiden erfüllt sind, sind die zweiten zwei auch erfüllt. Aber ich kann das wieder rückgängig machen. Wie mache ich das rückgängig? Denn die erste Gleichung ist ja dieselbe. Jetzt habe ich hier zur zweiten minus 3 mal der erste dazugezählt. Das kann ich rückgängig machen, indem ich zur neuen zweiten Gleichung jetzt die 3 mal wieder ergänze. Also wenn ich hier das 3 mal dazu addiere, habe ich dann 3x plus y ist gleich 10. Also man bekommt aus der ersten das zweite System, aber wenn man so diese Rechnung jetzt rückgängig macht, also statt minus 3 mal der ersten Gleichung plus 3 mal der ersten Gleichung hier durchführt, dann erhält man wieder das ursprüngliche System. Also es ist eine Äquivalenzumformung. Ich möchte jetzt in diesem ersten Teil noch eine Interpretation geben von einem linearen Gleichungssystem, nämlich mit Hilfen der Matrizenrechnung. Und zwar ist ein lineares Gleichungssystem auch darstellbar in der folgenden Form, dass ich hier eine 2x2-Matrix betrachte, nämlich 1 minus 2, 3, 1 und ich multipliziere das mit dem Vektor mit den Koordinaten xy ist gleich der Vektor mit den Koordinaten 1, 10. Also man sieht, ich habe hier eine Matrix, das ist nichts anderes als die Matrix der Koeffizienten 1 minus 2, 3, 1 mal xy, das sind die Unbekannten, ist gleich 1, 10. Ja, warum ist das richtig? Wie multipliziert man eine Matrix mit einem Vektor? Da nimmt man einfach Zeile mal Spalte, also 1 mal x minus 2 mal y ist gleich 1 und 3 mal x plus 1 mal y ist gleich 10, das ist genau dasselbe. Also wir haben das in der Form a mal x, x und jetzt schreibe ich das als ein Vektor, ist gleich b dargestellt und a ist wie gesagt die Matrix 1, minus 2, 3, 1, b ist der Vektor 1, 10, man nennt das die Koeffizientenmatrix. Und das ist die sogenannte rechte Seite aus naheliegenden Gründen. Die gesamte Information des linearen Gleichungssystems ist natürlich hier in der Matrix A und dem rechten Seitenvektor B drinnen. Warum möchte ich diese Interpretation hier angeben? Es gibt nämlich das Konzept der sogenannten inversen Matrix. Was ist das? Das ist die Matrix A hoch minus 1. Das ist wieder eine 2x2-Matrix, die die folgende Eigenschaft hat, dass wenn ich die Matrix A mit der inversen Matrix multipliziere oder die inverse Matrix mit der Matrix A, dass dann die sogenannte Einheitsmatrix herauskommt. Die Einheitsmatrix hat die Gestalt, dass sie in der Diagonale lauter 1er stehen und außerhalb der Diagonale lauter Nullen. Die Einheitsmatrix hat eben die Eigenschaft, wenn man sie zu einer beliebigen anderen Matrix dazu multipliziert, verändert sich die Matrix nicht. Also die Einheitsmatrix spielt sozusagen die Rolle des Einsers. Wenn man also 1 mit einer beliebigen anderen Zahl multipliziert, verändert man die Zahl nicht. Und genauso ist das hier bei der Matrix A, beziehungsweise der Einheitsmatrix I. Nun,
In unserem Fall haben wir hier, und ich gebe es hier an, folgende Lösung für die inverse Matrix. Es kommt nämlich heraus, 1 Siebtel, 2 Siebtel, minus 3 Siebtel und 1 Siebtel. Nun, das können wir natürlich sofort nachrechnen. Also ich rechne zum Beispiel a mal a hoch minus 1 aus, ob das stimmt. Also das wäre 1 minus 2, 3, 1 mal dieser Matrix. Warum ich auf genau diese Gestalt komme, das kann ich jetzt momentan nicht erklären, aber man kann sich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, herausfinden, dass das nicht sehr schwer ist, im 2x2-Fall die inverse Matrix anzugeben. Nun berechnen wir das jetzt, schauen wir nach, ob das stimmt. Wir berechnen das Produkt von zwei Matrizen, man muss also immer Zeile mal Spalte berechnen. Das ist also 1 Siebtel plus 6 Siebtel ist 7 Siebtel, also 1. Dann habe ich hier wieder Zeile mal Spalte, 2 Siebtel minus 2 Siebtel ergibt 0. Hier habe ich wieder Zeile mal Spalte, 3 Siebtel minus 3 Siebtel ist wieder 0. Und hier habe ich 6 Siebtel plus 1 Siebtel, 7 Siebtel ist 1. Also das ist tatsächlich die inverse Matrix. Ich müsste noch die andere Relation auch überprüfen, aber das stimmt auch. Warum ist die inverse Matrix in dem Zusammenhang interessant? Ich habe ja gesagt, das lineare Gleichungssystem kann ich in dieser Weise darstellen. A mal x ist gleich b. Und jetzt multipliziere ich einfach da die inverse Matrix dazu. Ich habe hier die Klammern weggelassen, weil die Matrizenmultiplikation assoziativ ist. Nun ist das aber die Einheitsmatrix. Ich bekomme also hier die Einheitsmatrix mal den Vektor x, aber die Einheitsmatrix tut ja nichts. Also das ergibt den Vektor x. Das heißt, ich erhalte hier, dass der Vektor x nichts anderes ist als die inverse Matrix mal b. Das heißt, aus dem linearen Gleichungssystem in dieser Form kann ich sofort durch Multiplikation der inversen Matrix die Lösung hinschreiben. Und wir können das natürlich in unserem Beispiel auch durchführen. Wir können natürlich a hoch minus 1 mal b berechnen. Wir bekommen hier 1 Siebtel, 2 Siebtel, minus 3 Siebtel, 1 Siebtel mal der rechten Seite. Die rechte Seite ist 1 Zehn. Dann schauen wir nach, tatsächlich das richtige Ergebnis herauskommt. Also Matrix mal Vektor, 1 Siebtel plus 20 Siebtel sind 21 Siebtel, das ist 3 Ganze. Und hier habe ich minus 3 plus 10 Siebtel ist 7 Siebtel, ist 1 Ganzes, also erhalte ich so auch die Lösung. Wir werden aber jetzt diese Matrizenrechnung nicht weiter betrachten, wir werden uns im Folgenden nur mit diesen Eliminationsmethoden befassen.